Ich begrüße alle ganz herzlich, jene, die vom Verein gegen Tierfabriken und als Tierrechterinnen und Rechtler und Schützer dazugekommen sind und Leute, die von meinem Institut vielleicht zuschauen. Und auch habe ich die Leute eingeladen von den Lehrveranstaltungen Ethik konkret und Gerechtigkeit und globale Entwicklung. Und ich sehe, dass da auch einige davon hier sind. Wir sind eine ganz erkleckliche Zahl. Und ich freue mich, dass ich über mein Buch sprechen kann, mein neuestes, und da aber im Zusammenhang, gerade weil eben mir der Verein gegen Tierfabriken, bei dem ich mich dafür sehr herzlich bedanke, die Chance gibt, mein Buch und gerade auch den tierethischen Part sozusagen vorzustellen, dass ich eben mich ganz herzlich bedanke dafür und jetzt ein paar Sachen zuerst allgemein zu dem Buch sage und dann auch in ganz besonderer Weise auf Fragen der Gerechtigkeit gegenüber Tieren beziehungsweise auch dem Gemeinwohl, eine Ausweitung des Gemeinwohls auf die nichtmenschliche Natur und die nichtmenschlichen Tiere mich beziehe. Gut. Wie gesagt, das Buch, das jetzt vor 1,5 Monaten erschienen ist, im Grünewald Verlag in Deutschland, heißt Es geht uns allen besser, wenn es allen besser geht, die ethische Wiederentdeckung des Gemeinwohls. Es ist ein bisschen ein tautologisch klingender Titel. Ich habe ihn übernommen vom amerikanischen Politiker und ehemaligen Senator Paul Wellstone, der auch der Demokratischen Partei angehörte. Er war mit Bernie Sanders eng befreundet, ist aber dann auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz umgekommen. Und er hat den Spruch geprägt, we all do better when we all do better. Und damit wird eben gesagt, dass es nicht darauf ankommt, primär sich gegen andere sich durchzusetzen, dass wir nicht primär in Konkurrenz zu anderen leben sollen, sondern in Kooperation mit anderen. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel für einen Gegentrend gegenüber den individualistischen Tendenzen, die wir natürlich in der kapitalistischen Wirtschaft haben, die wir auch zunehmend durch ein Stück weit die sozialen Medien haben und durch gesellschaftliche Entwicklungen. Und insofern fand ich den Spruch sehr gut und der Verlag hat ihn mir auch vorgeschlagen als Buchtitel in der Übersetzung. Wer also mehr dazu wissen will, zu Paul Wellstone, kann er im Buch nachlesen, aber mir hat der Titel sehr gut gefallen und ich bin froh, dass der Verlag dann eben auch sich dafür entschieden hat. Ja, zuerst einmal eine sehr generelle Frage. Warum schreibe ich über das Gemeinwohl? Was soll das eigentlich? Was soll dieser Begriff? Da habe ich zuerst eine ganz kurze Erklärung dazu, die auch hier zu lesen ist. Beim Gemeinwohl handelt es sich um einen sehr alten Begriff, einen traditionellen Begriff der politischen Philosophie und auch der katholischen Sozialethik. Aber er hat in der jüngsten Vergangenheit eher eine negative Konnotation erfahren. Er hat viele Menschen als ziemlich verstaubt und antiquiert für viele so geklungen, weil damit irgendwo eine Einordnung in eine vorgegebene Sozialordnung und Gemeinschaft sehr oft gedacht war, die ja wirklich ein Stück weit problematisch ist, weil sie sehr statisch ist, nicht? Man hat sich denn die Gesellschaft im Bild eines Körpers vorgestellt, wo jeder sich eben als ein Körperteil sieht, aber wie das halt bei den Körperteilen so ist, wandern die sehr wenig, also die Zehe wird selten zum Hirn. Und insofern war das ein sehr statischer Begriff, der eben problematisch war. Aber sowohl in der philosophischen als auch in der theologischen Ethik und sogar in den Wirtschaftswissenschaften, der Gemeinwohlbegriff ist hier in Österreich und auch in Deutschland teilweise mit Christian Felbers Gemeinwohlökonomie wieder ein Stück bekannter geworden. Wird man sich heute bewusst, dass man das Gemeinwohlkonzept allzu vorschnell und pauschal als obsolet abgetan hat?
seit einiger Zeit ist man dabei, es neu zu entdecken und ich bin einer, der sich eben beteiligt hat an dieser Neuentdeckung. Neuentdeckung, und das ist auch die Absicht meines Buches, jedoch beinhaltet Neuformulierung. Es geht nicht darum, den tradierten Begriff mit all seinen Problemen einfach so zu übernehmen, sondern neu zu formulieren. Und wie diese Neuformulierung aussieht, versuche ich in einigen Grundzügen jetzt darzustellen. Vor allem drei Punkte möchte ich hier ansprechen. Gemeinwohl bedeutet, eigene Leistungen und Verdienste verdanken sich günstigen Voraussetzungen. Zweitens, ich werde das einzeln dann noch erklären, Gemeinwohl bedeutet, das Wohl des und der Einzelnen und das Wohl aller stehen in einem konstruktiven Wechselverhältnis. Und drittens, Gemeinwohl bedeutet, nicht nur der Mensch zählt. Das ist eine Abkehr von einem rein anthropozentrisch verstandenen Gemeinwohlverständnis, das in der Tradition einfach gegeben ist. Ich gehe jetzt auf jede dieser einzelnen Punkte ein bisschen genauer ein und versuche zu erklären, was damit gemeint ist. Zuerst, Gemeinwohl bedeutet, eigene Leistungen und Verdienste verdanken sich günstigen Voraussetzungen und glücklichen Zufällen. Man spricht ja heute auch gerade in der Migrationsdebatte oft von der Lotterie des Geburtsortes. Es ist nicht so, dass es mein Verdienst ist, dass ich in einem vergleichsweise reichen Staat in einer wohlhabenden Gesellschaft geboren bin. Das ist eine Lotterie und meine Geburt habe ich nicht verdient, habe ich nicht mitbestimmt. Und andere, die in Kriegsgebieten geboren sind, die hungern, die die ökologisch bedroht sind in ganz besonderer Weise, die haben das auch nicht gewählt, aber wollen eben auch am Reichtum und dieser Welt partizipieren. Also das Bewusstsein, dass eigene Leistungen sich auch vielen glücklichen Zufällen und günstigen Voraussetzungen verdanken, ist eine Absage an eine sogenannte meritokratische Ideologie. Meritocracy, wie Michael Sandel das nennt. Das ist etwas, was sehr stark in uns allen und gerade auch in bestimmten politischen Ideologien sehr stark ist. Wer oben steht, der hat es auch verdient. Wobei ich auch schon von John Rawls und seiner Theorie der Gerechtigkeit viel gelernt habe, dass sehr viele Verdienste, sogenannte Verdienste, Meriten rein zufällig sind. Nicht? Also warum verdient ein Fußballspieler so viel? Ein Glücksfall ist natürlich, dass er mit bestimmten Talenten geboren wird. Ein anderer Glücksfall ist, dass es überhaupt eine Gesellschaft gibt, in die er hineingeboren wurde, in der Fußball eine Rolle spielt. Vor 200 Jahren gab es keinen Fußball, glaube ich zumindest. Das ist in England irgendwann im 19. Jahrhundert entstanden. Und insofern wäre dieses Talent überhaupt nicht gefragt gewesen und er hätte vielleicht als armer Taglöhner leben müssen. Das heißt, es sind viele Voraussetzungen, für die wir nichts können, die uns Bestimmtes ermöglichen und dieses Wissen um das, wenn man so will, das Beschenktsein oder die Zufälligkeiten im Leben gibt einem auch eine gewisse Demut im gesunden Sinn, dass man selbst nicht alles geleistet hat, sondern sich viel verdankt. Primär, also ich sag mal so, der Begriff Gemeinwohl wird von den meisten Menschen unreflektiert mit Einschränkung und Freiheitsbegrenzung assoziiert. Gerade jetzt, auch in der Corona-Pandemie, wird wieder gesagt, wir haben also Pflichten gegenüber anderen, wir müssen uns einschränken, unsere eigenen Freiheiten sind begrenzt. Das ist zwar nicht falsch, natürlich ist das so, denn Rücksichtsnahme auf andere bedingt eben auch Selbstdisziplin und, wie das in der Psychologie heißt, Selbstregulation. Doch ein solches Verständnis von Gemeinwohl ist zumindest einseitig. Primär, und das ist meine
Herangehensweise verweist der Gemeinwohlgedanke nämlich darauf, dass eigene Möglichkeiten und vermeintlich eigene Leistungen vorrangig den anderen Menschen und der nichtmenschlichen Natur verdankt sind. Kein Heranwachsen ohne elterliche Fürsorge, keine Schulbildung ohne einen einigermaßen funktionierenden Staat, keine menschliche Gesundheit ohne adäquate Lebensräume für freilebende nichtmenschliche Tiere. Also da sehen wir schon, dass auch diese Vernetzung mit allem und allen Dingen und Wesen ein zentraler Aspekt des Gemeinwohls darstellt. Das zweite, Gemeinwohl bedeutet, das Wohl des und der Einzelnen und das Wohl aller zusammen stehen in einem konstruktiven Wechselverhältnis. Es gab in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts in Nordamerika und in Europa eine Debatte vornehmlich unter katholischen Philosophen und Sozialethikern, ob das Gemeinwohl vor dem Eigenwohl geht. Das ist ein alter Satz, also Gemeinwohl geht vor dem Eigenwohl oder Gemeinnutz geht vor dem Eigennutz, der nicht ganz falsch ist, aber auch nicht ganz richtig. Man kann ihn richtig verstehen oder falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass der Einzelne sich zum Fußabstreifer für andere machen lässt, dass man auf ihm herumtreten kann, dass es nicht eine Personenwürde gibt, dass es nicht Menschenrechte gibt, die zu beachten sind. Also ohne Menschenrechte, ohne Beachtung der Menschenrechte, jetzt in der klassischen Philosophie, das hat diese Diskussion ergeben, kann auch das Gemeinwohl nicht gesichert werden. Und Oswald von Nell-Breuning war einer, der diese Position auch vertreten hat, dass das Gemeinwohl zurückgebunden ist an das Wohl jeder einzelnen Person. Oswald von Nell-Breuning war einer der bedeutendsten Theoretiker, ein Jesuitenpater der katholischen Sozialethik, der sehr viel auch sich politisch engagiert hat. Er ist 101 Jahre alt geworden und hat in der Bundesrepublik Deutschland die politische Debatte nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend und sehr positiv, finde ich, mitgeprägt. Ein anderer war der französische Philosoph Jacques Maritain, der mitgearbeitet hat an der Erarbeitung der Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg und der natürlich sehr genau wusste, dass auch das Naziregime mit dem Gemeinwohlbegriff gearbeitet hat, dass man gesagt hat, um das Wohl des Volkes zu bewahren, müssen wir eben gewisse Teile dieses Volkes eliminieren. Das war eben ein Gemeinwohl, wo der Einzelne keine Rechte hatte, sondern einfach sich einordnen und unterordnen vor allem musste unter den Willen der Herrschenden. Das ist mit Gemeinwohl eben nicht gemeint. Und Jacques Maritain hat dann sehr deutlich gesagt, Gemeinwohl ist das Wohl der menschlichen Personen in Gemeinschaft mit anderen. Das ist sozusagen der Stand der philosophischen und sozialethischen Debatte in den 60er und 70er Jahren, wo man eben aus diesen Diskussionen in Kanada und Deutschland gelernt hat. Ich will nicht allzu viel auf die katholische Kirche eingehen, aber ich möchte zwei Zitate bringen oder Definitionen des Gemeinwohls, die eben zeigen, dass diese Rückbindung des Gemeinwohls an die in einer Gesellschaft lebenden Personen auch in der katholischen Sozialethik angekommen ist. Papst Johannes Paul II. Hat 1987 das Gemeinwohl als das Wohl aller und eines jeden definiert. Also man müsste sagen aller und eines jeden, einer jeden. Aber 87 war man noch nicht so weit und ich bezweifle, dass der Papst das heute so sagen würde. Aber trotzdem sehen wir hier ein Beispiel dafür eben, dass nicht das Wohl eines anonymen Sozialgebildes, eines anonymen Systems ist, sondern dass es zurückgebunden ist an die Menschen.
Eine andere Definition, Gemeinwohl ist die in Gemeinschaft mit anderen verwirklichte Würde der menschlichen Person. Das haben die US-amerikanischen Bischöfe in einem wirtschaftsierten Brief 1986 so formuliert, der übrigens sehr gegen Reagans Wirtschaftspolitik gerichtet war und Reagan sehr gegen die katholische Kirche aufgebracht hat damals. Auch wieder hier, die Würde der menschlichen Person steht im Zentrum des Gemeinwohls und diese Würde wird aber in Gemeinschaft mit anderen, nicht gegen andere und ohne andere verwirklicht. Jetzt fragen Sie sich ja, wo kommen wir denn da zu den Tieren? Sie werden sehen, und das ist vielleicht ein Teil, wo ich ganz eigentlich froh drum bin, dass mir das irgendwie gelungen ist, zu zeigen, ähnliche Argumentationsmuster spielen dann auch in der tierethischen Debatte, ob es um das Wohl des Einzeltieres oder um das Wohl von Biotopen und das Wohl von Natur an sich, ohne Rücksicht auf das einzelne Tier geht, eine wichtige Rolle. Also dass diese Debatte kommt sozusagen tierethisch noch einmal. Wie weit ist das Wohl aller zurückgebunden an das Wohl des Einzelnen, Menschen und auch Tieres? Und dann der dritte Punkt, den ich angesprochen habe, ist, Gemeinwohl bedeutet, nicht nur der Mensch zählt. Und das ist auch ein neuer Aspekt, den ich einbringe. Es gibt zwar den Begriff ökologisches Gemeinwohl, den es auch schon in der katholischen Sozialethik gibt. Und natürlich wird heute auch die ökologische Dimension der Politik und der Wirtschaft und allen Tuns immer wieder betont, aber in einer sehr allgemeinen Form und teilweise in einer anthropozentrischen Form, also dass man sagt, wir Menschen können gar nicht überleben, wenn wir uns nicht auch um die Natur, die dann irgendwie dem Menschen gegenübersteht, kümmern, weil das die Voraussetzung für unser Leben ist. Also sehr anthropozentrisch und es geht nicht um den Wert und die Würde zum Beispiel der Tiere oder auch der Natur an sich. Aber es ist interessant, ich bin auf ein Gedicht gestoßen einer US-amerikanischen Dichterin, Ellie Schönfeld, das ich ganz spannend und witzig finde. Sie hat also es Patriotism genannt. Übrigens ist Ellie Schönfeld in Minnesota, das hier jetzt viel in den Medien war, liegenden Stadt Duluth, die liegt am Lake Superior. Ich war 2007 im Wintersemester am Department of Philosophy an der University of Minnesota in Minneapolis und wir sind da einmal raufgefahren nach Duluth und es ist eine sehr schöne Stadt, die eben am Lake Superior liegt und da hat es mich auch sehr gefreut, dass diese Dichterin von dort herkommt. Übrigens, ein ganz berühmter amerikanischer Künstler, der auch literarisch eigentlich Karriere gemacht hat, stammt auch aus Duluth. Weiß das jemand von Ihnen? Sie können es da in den Chat hineinschreiben. Er ist in der Nähe von Duluth geboren und ist dann in Duluth aufgewachsen. Und ist dann später nach Minneapolis gekommen zum Studium kurz. Es wird nicht bewertet für die Leute, die bei mir eine Lehrveranstaltung besuchen, kriegen darauf keine Note, wenn sie es nicht wissen oder auch wenn sie es wissen, aber ich bin neugierig. Es ist interessant, dass er also einerseits als Dichter gewürdigt wird, aber auch als Sänger, als, wie wir im deutschsprachigen Raum sagen, Liedermacher. Es will niemand mit mir reden oder es weiß niemand, ich weiß es nicht. Ach, Bettina Steinbauer und Franz Dippen, jetzt warte ich. Ja, Bettina Steinbauer hat recht. Ich weiß nicht, ob es in einer meiner Lehrveranstaltungen ist, aber ich freue mich sehr. Ganz toll. Dankeschön.
Ich lese jetzt nicht das ganze Gedicht vor. Ist sie, steht da. Ja, gut. Danke, liebe Bettina Steinbauer. Great job. Danke. Und ich bin drauf, dass in diesem Gedicht Phrasen aus dem amerikanischen Patriotismus verwendet werden, um zu zeigen, wie patriotisch eigentlich im positiven Sinn die Wesen sind, die in der Erde sind. Vielleicht diese Zeile, die ich dann auch in Kursivschrift angegeben hat. Sie spricht, also wenn sie in ihrem Garten arbeitet, über the quiet bacteria and fungi, all the little insects and bugs are my compatriots. Also das sind meine Mitbürger. Wie meine Mitbürger brauche ich auch die Insekten und die Käfer, um überhaupt existieren zu können. Sie sind die Voraussetzung auch für meine Existenz. They are idealistic, always working together for the common good. Und sie verwendet jetzt hier den Begriff des common good und sagt, diese Insekten und Käfer in meinem Garten tragen zum Gemeinwohl bei. Und I kneel on the earth and pledge my allegiance. Also da gibt es so ein Pledge of Allegiance, den die Kinder in der Schule aufsagen müssen. Aber ich schwöre meine Treue dem ganzen Erdreich der Welt, dem ganzen Erdboden, der Blumen und Nahrung wachsen lässt, für Gerechte und Ungerechte gleichermaßen. Und dann auch nochmal, der Erdboden wird alle einberufen an seine Seite. Wir werden auch wieder zum Erdboden werden. Also ein sehr interessantes Gedicht, das eben in poetischer Weise darauf hinweist, dass die Arbeit der Insekten, der kleinen Käfer im Garten notwendig ist für das Gemeinwohl. Und eben, es zählt nicht nur der Mensch beim Gemeinwohl. Das ist ein Aspekt, den ich hier bringen will. Ja, und jetzt würde ich Ihnen ganz gerne ein Stückchen auch aus meinem Buch vorlesen. Und dieses Gemeinwohlkonzept auch noch ein Stück, diese Überschrift, nicht nur der Mensch zählt, auch noch ein bisschen eingehender erläutern. Und zwar, was ich schon angesprochen habe, wir haben in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts in den USA oder besser gesagt in Nordamerika, Kanada aber auch dabei und Deutschland, so eine Diskussion gehabt, wie steht's in der Beziehung des Einzelnen zur Gemeinschaft beziehungsweise des Einzelwohls, des individuellen Wohls zum Gemeinwohl. Und da haben wir gesagt, das Gemeinwohl ist keine abstrakte Größe, sondern sie muss zurückgebunden sein an das Wohl aller Einzelnen. Und in ähnlicher Weise kommt mir vor, ist die Debatte zwischen einem biozentrischen oder ökozentrischen Ethikkonzept, das sind zwei unterschiedliche, aber sie haben viel gemeinsam, versus einem stärker sentiozentrischen oder sentientistischen Ethikkonzept, ein bisschen einfacher ausgedrückt, Umweltschutz versus Tierrechte. Und da lese ich Ihnen ein Stückchen aus meinem Buch vor. Deshalb, weil ich glaube, dass ein wichtiger Abschnitt ist, der zeigt, dass diese in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts erreichte Rückbindung des Gemeinwohls an das Wohl aller Einzelnen in einer Gesellschaft auch jetzt in dieser Debatte einer Ethik, die die Tiere und die Natur, die übrige Natur beinhaltet, noch einmal auftritt. Das ist auf den Seiten 135 bis 139 meines Buches und ich lese Ihnen da ein Stückchen davon vor. Der Schutz der Natur umfasst unter anderem Ökosysteme, Tierarten und individuelle Lebewesen.
Was Lebewesen betrifft, ist es ethisch angebracht, zwischen schmerzsensiblen Kreaturen und solchen natürlichen Objekten zu unterscheiden, denen kein Lust- und Schmerzempfinden eigen ist. Beide verdienen Respekt, aber nicht die genau gleiche Rücksichtnahme. Es wäre unsinnig zu behaupten, schreibt Peter Singer völlig zu Recht, es widerspreche dem Interesse eines Steins, von einem Schuljungen die Straße entlang gekickt zu werden. Ein Stein hat keine Interessen, weil er nicht leiden kann. Nichts, was wir ihm zufügen können, würde sein Wohlergehen auf irgendeine Weise beeinflussen. Eine Maus dagegen hat ein Interesse daran, nicht getreten zu werden, weil sie dabei leiden würde. Nun ist diese Lage, seit Peter Singer diesen Satz geschrieben hat, der eigentlich einleuchtend ist, ein bisschen verkompliziert, etwas komplexer geworden oder komplizierter geworden. Wie es um Bäume und andere Pflanzen bestellt ist, wird nämlich momentan sowohl in der philosophischen Ethik als auch in der populärwissenschaftlichen Literatur, Wohlleben ist der Name eines Autors, der viel über die Bäume schreibt, kontrovers diskutiert. Aber selbst dann, glaube ich, wenn jede Pflanze, so sagt man, als ein teleologisches Zentrum des Lebens gesehen wird, das eine Art Interesse am eigenen Gedeihen hat, das könnte man vielleicht so interpretieren, also eine Pflanze hat sicherlich ein Interesse am eigenen Gedeihen, wobei der Interessensbegriff hier schon ein sehr weiter ist. Nicht? Ist es noch alles andere als klar, ob daraus ethische Konsequenzen folgen sollten und wenn ja, welche? Besonders problematisch halte ich etwas, was in der, als Attacke gegen die Tierethik oft jetzt eingebracht wird, auch von einem theologischen Kollegen von mir aus Linz, der sagt, ja, auch Pflanzen haben Gefühle, auch Pflanzen sind empfindliche Lebewesen und darum dürften wir dann auch keine Pflanzen essen. Also insofern ist es schon egal, ob ich Pflanzen esse oder Tiere esse. Und das ist meiner Meinung nach ein Trick, um zu sagen, also um notwendige Unterscheidungen zwischen schmerzsensiblen Wesen und Wesen, die zwar gewisse Reaktionen auf Reize zeigen, das will ich den Pflanzen nicht absprechen, die aber sicherlich nicht von der neuronalen Struktur irgendwie ähnlich sind wie Menschen und Tiere gleichzusetzen. Das ist ein Trick, um gegen die Tierrechte vorzugehen. Die unterschiedlichen Prioritäten des sentientistischen und des ökozentrischen Ethikkonzepts führen nicht selten zu Konflikten. Während Umweltschützerinnen und Umweltschützer in diesem Sinn im Allgemeinen kein Problem damit haben, zu jagen, zu fischen und Tiere zu essen, solange diese Tätigkeiten ihrer Meinung nach das Ökosystem und die Artenvielfalt nicht gefährden oder womöglich sogar erhalten helfen. Man muss bestimmte Tiere töten, um die Artenvielfalt zu erhalten, um andere Tiere stärker werden zu lassen, scheuen vor allem jene, die für die Rechte von Tieren eintreten, davor zurück, das konkrete Leben einzelner Tiere mehr oder weniger bereitwillig für ein vages Ganzes zu opfern. Folgendes Jahrhundert, man darf keinen Menschen für ein vages Ganzes, für ein vages Gemeinwohl opfern und man darf, das ist jetzt im 21. Jahrhundert, eben, man kann auch keine Tiere für ein vages Ganzes eines Ökosystems opfern, finde ich. Somit ist die alte Debatte der katholischen Sozialethik um den Vorrang von einem Wesen oder Ganzen, den ich vorher besprochen habe, hier in neuer Form zu finden. Natürlich, bei allen Differenzen ist klar, dass das Wohl des Ökosystems und das Wohl der einzelnen Lebewesen eng miteinander verbunden sind. Die Interdependenz allen Lebens und die Einbindung der Menschen und der Tiere in das tragende Netzwerk der übrigen Natur sind unbestritten. Weil ein angemessener Lebensraum, ein Habitat für das Überleben und Wohlergehen von Tieren entscheidend ist, bedarf es intakter Ökosysteme. Weil aber die Integrität des Ökosystems auf das Wohl aller und jedes einzelnen Lebewesens hingeordnet sein muss, dürfen Tiere nicht bloß instrumental als reine Mittel oder Hindernisse zur Systemerhaltung betrachtet werden,
sondern sind in ihrem Eigenwert, ihrem Lebensrecht und ihrer Befindlichkeit zu respektieren. Dies ist sowohl die normative Richtlinie als auch die praktische Herausforderung. Ich gehe dann auf einen Begriff ein, der aus dem US-amerikanischen Raum kommt, Compassionate Conservation oder Compassionate Conservationism, mitfühlender Naturschutz. Und laut Mark Beckhoff und Daniel Ramp geht dieser davon aus, dass das Mitgefühl mit Tieren und die Vermeidung ihrer Tötung dem Erhalt der Biodiversität auch in Konfliktfällen nicht prinzipiell entgegenstehen. Diese Haltung widersetzt sich der Auffassung, dass die gemeinsame Bekämpfung, Tötung und Keulung von Tieren die vorzugswürdigen oder gar einzigen Mittel zur Lösung von Konflikten zwischen Tierarten und Mitweltschutz seien und dass sie automatisch zu positiven Resultaten in Bezug auf die Arterhaltung führten. Kritisch steht mitfühlender Naturschutz auch jenem Artenschutz gegenüber, nachdem sich Menschen vorrangig um seltene Tiere kümmern sollen, während andere, zum Beispiel Ratten und Tauben, zum Killen und Keulen freigegeben werden dürfen. Thumbs up für die roten Eichhörnchen, die vor allem Britinnen und Briten innig lieben und schützen. Ihre graufälligen, gebietsfremden, invasiven Cousins aus Amerika dagegen sollen ohne Gewissensbisse in Parks vergiftet und in Wäldern erschossen werden. Sollte Tierschutz tatsächlich mit Artenschutz kollidieren und sollten sich Menschen dafür entscheiden, natürliche Verdrängungsprozesse im Sinn der Arterhaltung zu managen, sind nach dem Konzept des in diesem Beitrag vertretenen mitfühlenden Naturschutzes jene alternativen Eingriffe und Methoden zu wählen, die möglichst wenig Schmerz und Leid zur Folge haben, auch wenn sie möglicherweise höhere finanzielle Kosten verursachen. Hier ist an Wege der Geburtenkontrolle über hormonelle Verhütung oder Möglichkeiten der Umsiedlung zu denken. Sogar der britische Thronfolger, Prinz Charles, der vielleicht jetzt bald einmal nicht mehr nur Thronfolger, sondern König sein wird, spricht sich dafür aus, die Ausbreitung des Grauhörnchens dadurch einzudämmen, indem man die Tiere einfängt und medikamentös unfruchtbar macht und nicht einfach zusammenschießt. Und dann ist natürlich noch vieles andere, das ich hier nicht im Einzelnen ausführen kann, zu berücksichtigen, dass natürlich Ökosysteme auch nicht feststehende Größen sind, sondern sich ständig verändern und dass man darum eben für diesen mitfühlenden Naturschutz, der auch mit dem einzelnen Tier mitfühlt, das verletzt oder getötet werden soll, ausspricht. Ich habe ein schönes Zitat von William Lynn, das Sie hier auf der Folie sehen, auch gefunden. Mitfühlender Naturschutz widersetzt sich der menschlichen Tendenz, den Weg zurück zur Biodiversität durch eine Art von Tiertötung durchzusetzen, die nichts anderes ist als jener blutrünstige Jagdsport, den wir schon lange kennen. Und ich habe Ihnen vorher ein Zitat gebracht von Papst Johannes Paul II., dass das Gemeinwohl das Wohl aller und eines jeden ist. Und so könnte man frei nach diesem Papst das so definieren, wenn man die Tiere mit einbezieht, das Gemeinwohl als das Wohl aller und einer jeden schmerzsensiblen Kreatur, der Kreaturen. Ich komme zum letzten Abschnitt, zu den letzten Folien. Fledermäuse und das Coronavirus, da habe ich einen eigenen Abschnitt in meinem Buch drinnen, den ich jetzt aber nicht vorlese. Da wird auch sehr viel darüber schon berichtet, ist schon berichtet worden, wie weit das über einen Zwischenwirt von diesen Wet Markets in China dann auf die Menschen übergegangen ist. Wir wissen aber heute, dass natürlich das Vordringen des Menschen in immer mehr Gebiete diese
Pandemien bedingt und auslöst und dass sie also menschengemacht sind und nicht einfach nur über uns verfügt sind. Und dass uns sicherlich auch nach Ende dieser Pandemie, wenn man überhaupt von einem Ende sprechen kann, weil sich das Virus ja auch immer wieder verändert, diese Problematik bei uns bleibt, weil der Mensch eben immer mehr in Gebiete vordringt, wo Tiere leben, die bisher unberührt gelebt haben und ohne Konkurrenz von Menschen und damit auch gewisse Viren auf den Menschen übertragen werden können. Da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen darauf ein, sondern ich möchte mich abschließend mit einem Beitrag eines berühmten US-amerikanischen Philosophen Thomas Nagel beschäftigen, der 1974 einen Aufsatz geschrieben hat: What is it like to be a bat? Das finde ich ganz spannend. Der hat die Frage gestellt, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Und damit beschäftige ich mich auch in meinem Buch. Ich kann jetzt aus irgendwelchen Gründen da nicht weitermachen. Es müssten noch eine nächste Folie kommen. Sehr schön, danke sehr. Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Da lese ich noch ein Stückchen vor aus dem Buch. Das ist auch recht umfangreich und ich will es nicht zu lang machen. Wir Menschen sind Säugetiere und Fledermäuse sind es auch. Weibliche Fledermäuse bringen lebendige Junge zur Welt und ernähren sie mit Muttermilch. Da weiß ich schon, wer da genau zuhört. Fledermausflügel haben keine Federn, sondern stellen eine stark vergrößerte, mit Haut überspannte Hand mit überlangen Fingerknochen dar. Die zum Fliegen umgestalteten Hände kann die Fledermaus ebenso gut zum Klettern und Gehen auf allen Vieren benutzen. Die Cambridge Declaration of Consciousness, die eine Gruppe international anerkannter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen der Neurowissenschaften, Neuropharmakologie, Neurophysiologie und Neuroanatomie im Jahr 2012 publizierte, stellt fest: Beweiskräftige Daten zeigen, dass Menschen nicht die einzigen Lebewesen sind, die neuronale Substrate besitzen, die Bewusstsein erzeugen. Nichtmenschliche Tiere, darunter Säugetiere, Vögel und viele weitere Lebewesen, wie beispielsweise Oktopusse, besitzen diese neuronalen Substrate ebenso. Demnach verfügen auch die Fledermäuse über Bewusstsein. Fledermäuse zeichnen sich durch Individualität aus. Sie haben Erlebnisse, sie besitzen ein Bewusstsein. Und darum ging es auch Thomas Nagel in diesem Beitrag, dass er natürlich einerseits sagt, natürlich haben die Fledermäuse ein Bewusstsein, aber wie sich eine Fledermaus als Fledermaus fühlt, kann ich mir höchstens vorstellen. Ich kann das nie hundertprozentig nachempfinden, weil ich eben keine Fledermaus bin. Ich kann mir gewisse Vorstellungen machen, aber ich kann es nicht so fühlen, wie es eine Fledermaus selbst fühlt. In gewisser Weise ist das natürlich auch banal, weil ich kann auch Gefühle anderer Menschen höchstwahrscheinlich nie in der genau gleichen Form fühlen wie dieser Mensch mit seiner bestimmten Biografie und Vorgeschichte. Und insofern ist immer so ein Restbestand an, auch in der Empathie, an nicht konkretem Wissen. Und dann gehe ich darauf ein, und dass Nagel in einer Fußnote Folgendes sagt, dass er eben sagt, man kann diese Barrieren zwischen den Arten auch ein Stück weit überspringen. Zum Beispiel können, schreibt Nagel, blinde Objekte in ihrer Nähe durch eine Art Radar erkunden, indem sie Laute ausstoßen oder Stöcke aneinander schlagen. Wenn man wüsste, wie das wäre, könnte man sich vielleicht durch Erweiterung vorstellen, wie es wäre, das viel feinere Radar einer Fledermaus zu besitzen. Die Distanz zwischen einem selbst und anderen Personen sowie anderen Arten kann irgendwo innerhalb eines Kontinuums bestehen. Selbst für andere Personen ist das Verständnis davon, wie es ist, sie zu sein, nur bruchstückhaft. Dann gibt er das selbst zu. In der Zwischenzeit haben Gehirnscans gezeigt, dass blinde Menschen die Klicklaute produzieren und verwenden,
um sich in ihrer Umgebung zurechtzufinden, keineswegs über ein dafür besonders geeignetes Gehör verfügen. Es ist vielmehr so, dass der Teil ihres Gehirns, der normalerweise Inputs der Augen verarbeitet, mit der Zeit gelernt hat, stattdessen Inputs der Ohren zu verarbeiten. Und damit komme ich zu dem Mann, der hier abgebildet ist, dem Amerikaner Daniel Kish, der ein ganz herausragendes Beispiel für die menschliche Echoortung darstellt. Kish verlor beide Augen im Alter von 13 Monaten durch Netzhautkrebs. Schon in jungen Jahren brachte er sich die Echoortung bei und konnte daraufhin eigenständig mit dem Fahrrad fahren, als blinder Mensch. In späteren Jahren entwickelte Kish, der inzwischen ein Psychologiestudium abgeschlossen hatte, eines der ersten Echolokalisierungstrainingsprogramme. Der Neurobiologe Lutz Wiegrebe von der Universität München erforschte viele Jahre lang die Echoortung von Fledermäusen und seit seiner Begegnung mit Daniel Kish auch jene von Menschen. Und dieser Neurobiologe Wiegrebe hat über Kish Folgendes gesagt: Daniel Kish hier zu haben, ist fast so, als würde man mit einer Fledermaus sprechen. Also diese Möglichkeit der Einfühlung und auch der Übernahme bestimmter Verhaltensweisen von Tieren zeigt noch einmal auf dieses Kontinuum und die Übergänge zwischen Menschen und Tieren oder wir müssten sagen menschlichen und nichtmenschlichen Tieren hin. Und ich würde Ihnen gerne zum Abschluss eben noch zeigen, wie der Daniel Kish das mit seiner Zunge macht, wie diese Echolocation erzeugt, und würde die Paula jetzt bitten, diese Videoclip einzublenden. And this opening takes us into another world. Daniel's technique works a lot like how bats use sounds to navigate in the dark, and it caught the attention of bat biologist Cynthia Moss. There are a lot of similarities, actually, between what Daniel Kish does and what bats do. Daniel makes a click and uses echoes from the click sound to perceive the presence of objects. Bats, for the most part, use their voices instead of their tongues to produce high-frequency sounds that result in echoes. Today, she and Daniel are working together at her lab at the University of Maryland to see just how detailed of an image he is able to produce using sound. There are a number of pipes that are positioned in different locations, and if you could tell us what you see or experience with your echolocation as you approach the different obstacles. Okay, so I touch this one with my sleeve, but I'm aware of this one as well. And I'm aware of it, which suggests that it's probably two together. That's right. Although he can see grouped pipes with relative ease, individual ones are more difficult for Daniel to detect. Somewhere in that area. Uh-huh. Likely meaning the image he's producing is less detailed than a bat's. The bats don't have this problem, you know? They can detect fishing line. It's just really not fair. Nonetheless, Daniel's ability to distinguish between different qualities of sound ranks far above average. One of my colleagues ran some hearing tests on Daniel, and all of them were very, very good at processing temporal information about acoustic signals, which suggests that he's wired to process the timing of sounds in a way that's specialized compared to the average human listener. So if Daniel is better at analyzing sound than most of us, what's going on in his brain that gives him a leg up? It turns out that his visual cortex, which in most people is used to make sense of input from the eyes, is now being used in part to make sense of sound. For years, scientists thought if you went blind, your visual cortex went dark. But it actually gets a new job, helping decipher input from your other senses.
research suggests that Daniel has rewired his brain, allowing him to actually see a kind of visual signal with his ears. Das wär's. Dankeschön.